Seidgegrüßt zusammen und herzlich willkommen zur 255. Folge und zum neuen Start der neuen Themenwoche auf der Karte. Bottrop in der Version 2.5 mit mir, eurem Julian Rieser, zur Folge 255. Wir fahren die erste Linie, und zwar ist es die Linie 188. Sie führt von ZOB Dawson zum Movie Park Germany, dem Film- und Entertainment Park. Fahrzeit ungefähr zwischen 15 bis 20 Minuten. Unser Fahrzeug ist der MAN NLA 20,3 Euro Void. Zwei Türen vorne ist ausgeschränkt, hier hinten ist außen Schiebetür. Wir fahren im RKH Kassel mit PEN 200er MAN. Das ist ein NÜ 313. Erstmal der Stuttgart, wir fahren jetzt auch direkt los. Und ich wünsche euch allen viel Spaß bei der Fahrt und wie immer gute Unterhaltung. Bitte abfahren. Sehr geehrte Fahrgäste, ich begrüße Sie alle ganz herzlich auf der Linie 188. Sie führt uns vom ZOB Dorsten zum Movie Park Germany. Mein Name ist Jörn Rieser, ich bin heute Ihr geschätzter Busfahrer und werde Sie sicher und verabsagt durch das schöne Bottrop begleiten. Falls Sie welche Fragen und Anregungen haben, können Sie gerne jederzeit zu mir da vorne kommen. Deswegen stehe ich Ihnen als Busfahrer auch jederzeit zur Verfügung. Aber bitte nerven Sie mich nicht mit unnötigen Fragen. Dankeschön. Nächste Haltestelle, Iltisweg. Guten Morgen. Morgen. Nächste Haltestelle, St. Elisabeth Krankenhaus. Ach so, die Haltestelle gibt's ja. Ich stimme die Ansagen. Meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, euch allen da draußen geht's gut. Mir geht's auch gut, kann mich nicht beklagen. Und wir haben jetzt die 165 Abonnenten geschafft und die knapp 49.300 Aufrufe.
Also es ist echt, was bestimmt schaffen wir noch in dieser Woche, erreichen wir bestimmt noch die 50.000 Aufrufe. Und auf dieser Karte, auf der Karte Bottrop in der Version 2.5 gibt es insgesamt 16 Buslinien zu fahren. Die SB16 habe ich euch schon mal gezeigt. Nächste Haltestelle, Hülskampsweg. Nein, wir sind nicht Hülskampsweg. Liebe Ansage, wir sind das Elisabeth-Krankenhaus. Nächste Haltestelle, Kolkstraße. Nein! Nächste Haltestelle, Nonnenkamp. Nein, nicht Nonnenkamp. Was ist denn los mit dieser Ansage? Noch eins. Nächste Haltestelle, Kolkstraße. Sollte Fahrgäste eine Information, bitte hören Sie nicht auf die Ansagen, weil die leider ein, zwei Haltestellen zu weit sind, dass Sie Bescheid wissen. Nächste Haltestelle, Nonnenkamp. Nächste Haltestelle, Habichtstraße. Habichtstraße? Nein, wir sind jetzt im Nonnenkamp. Wie kann das sein, dass ich 3 Minuten Verspätung habe? Guten Tag. Guten Tag. Ach, die Roboterstimme. Aus Manningen. Ich bin kein Roboter. Nächste Haltestelle, Habichtstraße. Ja, richtig. Nächste Haltestelle, Sperberstraße. Nein! Nächste Haltestelle, Grenzstraße. Warum Grenzstraße? Nächste Haltestelle, Grenzstraße. Eine Person, Preisstufe A, bitte. Bitte schön,
Nächste Haltestelle, Grenzstraße. Ist es auch die Grenzstraße? Ja. Halleluja. Nächste Haltestelle, Repeler Hof. Nein. Nächste Haltestelle, Abzweig Ekel. Ich hasse automatische Anzeigen. Nächste Haltestelle, Baukholt. Nächste Haltestelle, Dorstener Straße. Nächste Haltestelle, Dorstener Straße. Nächste Haltestelle, Moviepark. Diese Linie endet hier. Nein, noch nicht. Als nächstes fahren wir dann die Linie 251, also es gibt hier auf der Karte 12 oder 13 reale Linien, also die real zu laufen und drei, wo fiktiv sind, genau.
meine Lieben, das war's für diese Folge. Ich verabschiede mich recht herzlich und bedanke mich fürs Einschalten, dabei sein, fürs Zuschauen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst gerne wie immer ein kostenloses Abo und ein Like da. Vergesst die Glocke zu aktivieren, um nichts mehr zu verpassen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht euch noch einen schönen Tag, genießt das Wetter und bleibt auf jeden Fall gesund. Und bis zum nächsten Mal. So, meine Lieben, und das war unser Bus, unser MAN A20 NÜ 313 Euro 3 Void. Also macht's gut und bis zum nächsten Mal. Euer Jürgen Rieser. Tschüss!